Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute soll es einmal um dieses wunderschöne Päckchen hier gehen, was ich gesehen habe und wo ich mir direkt dachte, das muss ich einfach haben. Sei es zum Beispiel für den Bereich Outdoor-Küche, sei es für den Bereich Medizin. Man kann halt unheimlich viele verschiedene Varianten da reinpacken. Ja, und worum soll es hier eigentlich gehen? Vielleicht erahnt ihr es schon, weil hier lugt etwas heraus. Hier ist ein kleiner Göffel drin. Denn ich habe mir dieses Set quasi so als Ergänzung für die Outdoor-Küche zusammengepackt. Ja, und im Endeffekt handelt es sich einfach nur um eine Tasche. Ich messe mal kurz noch die Maße. Die ist ungefähr 18,5 cm breit, etwa 11 cm tief und im gefüllten Zustand ungefähr 6 cm dick. Hat also sehr, sehr ordentliche Maße. Das passt also wunderbar noch in jeden Rucksack rein. Und das Tolle ist, man kann sich das Ganze aufklappen und dann hat man hier verschiedene Sachen drin. Nicht wundern, ich habe mir hier zum Beispiel Elotrans reingetan. Ich kannte das schon seit bestimmt 15 Jahren, weil ich das aus gesundheitlichen Gründen immer regelmäßig nehme. Das hat also jetzt nicht diesen Hype bekommen, beziehungsweise jetzt hat es einen Hype bekommen durch Seven vs. Wild. Aber mir war das auch vorher schon bekannt und ja, ich nehme das halt regelmäßig, deswegen habe ich mir das hier reingepackt. Und dann seht ihr schon, hier sind zum einen 4 Flaschen hier oben, beziehungsweise 5 Flaschen hier unten. Hier oben die Flaschen, die sind mit einem Korkverschluss eingepackt. Ich habe mir hier so Verhüterlis drauf getan. Das sind einfach von einem Putzhandschuh, von so einem Gummihandschuh. Die Fingerspitzen, die habe ich mir abgeschnitten und hier drüber getan. Ganz einfach, damit dieser Korken hier, falls er sich mal löst, dass der nicht direkt runterfällt, beziehungsweise dass mir die ganze Soße dann nicht hier drin ausläuft. Und ja, was habe ich mir jetzt hier reingepackt? Also zum einen, wie gesagt, ganz normale Hühnerbrühe. Die finde ich immer gigantisch, weil die halt ja einen ordentlichen Geschmack liefert. Es ist besser, als wie einfach nur Wasser zu trinken. Wenn es gewärmt ist, hat man sogar noch eine warme Suppe. Dann sind hier viele Nährstoffe drin, die der Körper gut gebrauchen kann. Ein absoluter Gamechanger. Aber man kann es natürlich auch zum Würzen nehmen. Dann, wenn es um die eigentlichen Gewürze geht, habe ich hier zum einen Currypulver dabei, sowie Paprika. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Wenn man sich zum Beispiel Kartoffeln geschält hat, damit etwas würzen. Perfekt, vor allen Dingen für Outdoor. Da macht halt etwas Gewürz wirklich, wirklich einen großen Unterschied aus. Dann habe ich hier noch gemahlenen Pfeffer. Das waren jetzt zwei verschiedene Varianten. Zum einen schwarzer Pfeffer, den ihr hier sehen könnt. Der rötlichere, das war eher sowas wie so, ja, ich weiß nicht, so Pommes-Gewürzsalz. Ist halt Pfeffer, aber finde ich halt immer gut, wenn man etwas Schärfe an die Lebensmittel bekommen möchte, die man würzt. Dann habe ich hier Salatkräuter. Ich wollte eigentlich italienische Kräuter genommen haben, habe dann aber in der Küche was gefunden, das hat meine Frau gekauft. Das ist auch so ein, ja, ich weiß gar nicht, was stand da drauf, Salatmix oder irgendwie sowas. Und ich habe die Dose aufgemacht und was ich halt ziemlich cool fand, hier sind kleine geschnittene Zwiebeln drin, also weiße Zwiebeln sowie auch rote Zwiebeln. Und ja, das roch schon unheimlich lecker. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich lieber das hier mit. Übrigens, die Flaschen, die sind, ich glaube, es waren 20 Milliliter. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber die sind ungefähr ja, 8,5 cm groß, beziehungsweise 10 cm mit Deckel. Hier ist übrigens ein Schraubdeckel drauf. Das heißt, hier unten bei den 5 Flaschen ist ein Schraubdeckel. Hier oben bei den 4 Flaschen ist ein Korken. Der Schraubdeckel, der ist übrigens dicht. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich mache mal kurz weiter hier. Denn neben den Gewürzen haben wir das wichtigste Gut dabei, was man haben kann. Das ist natürlich Salz. Auch jede Menge Salz. Und Öl. Und ich weiß nicht, man wird es so jetzt nicht sehen können, aber die Flaschen, die sind tatsächlich dicht. Also ich hatte etwas Sorgen. Deswegen hatte ich auch mit diesen Verhüterlis angefangen, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt hier Öl austritt, dann läuft mir die ganze Tasche voll. Deswegen einfach so ein abgeschnittener Handschuh hier drüber ziehen. Dann habe ich nochmal so eine kleine Schutzmöglichkeit. Hätte es aber tatsächlich gar nicht gebraucht,
weil die wirklich hundertprozentig dicht sind. Wobei ich das hier oben bei den Korkdeckeln tatsächlich schon sehr gut finde, denn hier ist es tatsächlich so, das Problem ist, dieser Deckel, der sitzt sehr, sehr lose. Und ja, also ich würde mich jetzt, ja gut, wenn man es so festhält, geht es schon. Der Deckel hält also generell schon. Aber wenn man jetzt den im Rucksack hat und man läuft die ganze Zeit und ihr seht ja, wenn man die Tasche faltet, steht auf jeden Fall eins von beiden Gefäßen auf dem Kopf. Entweder die mit dem Drehverschluss oder wenn man die Tasche andersrum im Rucksack hat, dann wäre halt der Korken nach unten, der Drehverschluss oben. Und wenn man dann läuft, dann vibriert das Ganze und ja, da hätte ich halt zu viel Angst, dass sich das einfach löst und dann die ganze Suppe im Rucksack landet. Denn zum einen ist dann der Rucksack versaut und zum anderen fehlt mir ja dann natürlich das Gewürz, wo ich mich eventuell drauf verlassen habe, wenn ich eine bestimmte Sache kochen möchte und ich weiß zum Beispiel genau, ah okay, ich brauche jetzt heute Abend diese Hühnerbrühe, dann wäre es natürlich echt traurig, wenn dann der Deckel abgegangen wäre und die ganze Soße läge irgendwo im Rucksack. Deswegen, ich würde euch empfehlen, macht das mit diesen kleinen Verhüterlis. Es sieht etwas komisch aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Das ist die Hauptsache. Nun gut, machen wir einfach mal weiter. Hier habe ich jetzt zum einen Kaffeebohnen, weil ich mir gedacht habe, wenn man so einen kleinen Koffeinkick braucht, dann kann man einfach diese Kaffeebohnen zerkauen und danach dann entweder runterschlucken oder eben ausspucken. Ich persönlich würde sie ausspucken. Ich weiß gar nicht, ob das giftig wäre, wenn man die dann runterschlucken würde. Deswegen einfach so als kleiner Energieschub zerkauen, fertig. Dann wird das Koffein schon über die Mundschleimhäute aufgenommen. Sehr, sehr gut. Ist übrigens die effektivste Methode. Dann habe ich aber trotzdem noch Kaffeepulver dabei. Also bereits gemahlenen Kaffee, gemischt mit Zucker. Wenn ich mir halt einen Kaffee trinken möchte, einfach aus Abwechslung, wenn ich jetzt nur Wasser trinke, könnte mir recht schnell die Laune absinken und dann macht ein kleiner Kaffee vielleicht schon den Unterschied aus. Hierbei ist es natürlich so, man trinkt den Pröt mit, also den, ja, das Restprodukt des Kaffees, wenn man den aufgesetzt hat, trinkt man mit. Von daher muss das jeder für sich selber entscheiden. Natürlich hätte ich auch einfach Zitronentee reinpacken können oder irgendwelche Vitamintabletten, kleingemahlen, Vitamin C, Magnesium etc. Aber ich habe mich halt für Kaffee entschieden, eben wegen dem Koffeinkick, weil der halt nochmal den Unterschied ausmachen kann, wenn man bereits sehr müde und zerschlagen ist, setze ich lieber auf Kaffee. Vitamine wären natürlich auch sehr, sehr gut gewesen, aber man kann sich das ja gestalten, wie man will. Von daher ist das perfekt. Und jetzt bleibt noch eine Flasche über. Die habe ich mir einfach mal etwas kreativer gepackt, sage ich mal, weil ich einfach zeigen wollte, wofür man diese Flaschen natürlich auch benutzen kann. Also hier habe ich jetzt einmal die Nähmaschnur drin. Hier seht ihr es schon, ein Angelhaken. Hier oben ist noch ein Tampon, der mir als Zunder dienen soll. Micropore Forte, Wassereinkeimungstabletten, ein Feuerstahl und natürlich Kienspan ist mit dabei. Dann hier verschiedene Fächer, Blinker, kleine Gewichte, Bleigewichte. Hat man also wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, da was reinzupacken. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt wirklich mal in einer Notsituation bin und ich muss irgendwie was zu futtern fangen, dann hätte ich hiermit zumindest die Möglichkeit zu angeln. Natürlich kann man sich da auch einfach vielleicht Draht drum wickeln, um vielleicht Fallen zu bauen. Oder aber, wenn man hingeht und sagt, man hatte den Kaffee, hätte aber gerne auch Zitronentee dabei gehabt, dann füllt man hier einfach Zitronentee rein. Oder Medikamente. Natürlich kann man sich hier auch jede Menge Medikamente in flüssiger oder auch in Pulverform reinpacken oder einfach Tabletten sogar in die einzelnen Flakons. Das Ganze wunderbar zusammengepackt. Hier könnte man sich also auch eine sehr, sehr gute kleine Reiseapotheke draus zusammenstellen. Finde ich unheimlich genial. Die Korkflaschen sind übrigens genauso groß wie die mit dem Drehverschluss, nur dass die halt einen Korkverschluss haben. Ich weiß nicht, warum man da auf zwei verschiedene Varianten gegangen ist. Mir wäre es fast lieber gewesen, wenn die alle diesen Drehverschluss gehabt hätten. Aber vielleicht ging das einfach aus Platzgründen nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist halt so auch ganz okay. Wie gesagt, das Ganze schön zusammenpacken. Man kann sich natürlich auch noch
ein anderes Besteck reinpacken. Wobei ich dazu sagen muss, wenn die Tasche geschlossen ist, dann passt hier wirklich nichts mehr rein. Also ich habe versucht, diesen Göffel hier noch irgendwo dazwischen zu packen oder hier unten vielleicht. Das geht natürlich nicht, weil es so ungünstig geformt ist. Ein gerades Stück würde schon hier reinpassen, zum Beispiel einfach nur ein Messer. Aber der Platz, der ist halt wirklich, wirklich, ich sag mal, bis aufs Letzte ausgenutzt. Und es ist schon sehr, sehr schwer, hier noch irgendwas reinzubringen. Deswegen hatte ich den Göffel dann hier vorne versteckt. Ist halt nicht schön, aber funktioniert. Hier ist übrigens noch so eine kleine Schlaufe dabei, weil hier auch eine ganz einfache Kordel dabei war. Das heißt, man könnte sich hier noch irgendwas knüpfen, um das dann zuzuhalten. Oder eben, wenn man bereit ist zu kochen, dass man es sich so aufhängt an diesen beiden Ösen. Das würde natürlich auch gehen. Ja, insgesamt finde ich die Tasche tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Kostete 13 Euro, glaube ich, wobei die Angebote hochgingen bis auf 40 Euro. Ist kein Scherz, ich habe diese Tasche für 40 Euro gesehen. Die meisten Angebote lagen aber tatsächlich so bei 12 Euro, 13 Euro, maximal vielleicht 18 Euro. Warum da einer glaubt, er würde 40 dafür bekommen, weiß ich nicht. Auch aus Deutschland gekauft, also ist jetzt nicht irgendwas aus China importiert, bekommt ihr bei Amazon, eBay oder ähnlichen großen Kaufhäusern überall nachgeworfen. Sucht einfach mal nach Gewürztasche und dann werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. So, was haltet ihr von der Idee? Was hättet ihr da reingepackt? Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht habt ihr noch Ideen, was man alternativ hier reinpacken könnte, außer Gewürze oder eben Medikamente. Vielleicht gibt es hier noch irgendeinen coolen Verwendungszweck, wo ich noch gar nicht drauf gekommen bin. Denn, ich sag mal so, wenn ich jetzt 2-3 Taschen davon dabei habe, dann habe ich einen Stapel, der ist so hoch. Gewürze, Medikamente und was würdet ihr da reinpacken? Nimmt nicht viel Platz weg, ist halt alles wunderbar gut geschützt verpackt. Man kann immer wieder darauf zugreifen, man kann es immer wieder zumachen. Wirklich genial. Ja, so viel zum heutigen Video. Lasst mich gerne mal wissen, ob ihr Ideen habt, wofür man diese Tasche noch verwenden könnte. Würde mich freuen, wenn da noch irgendein cooler Vorschlag kommt, denn, wie gesagt, die Taschen sind sehr günstig und eventuell hole ich mir tatsächlich nochmal ein oder zwei davon, um sie eben anders auszustatten. Und gerade im Bereich, ja, vielleicht so in dem Prepper-Bereich, könnte man sich hiermit einen kleinen Vorrat machen, den man halt unterwegs dabei hat oder ja, quasi zur Krisenvorsorge im Fluchtrucksack, dass man hier vielleicht ganz wichtige Medikamente reinpackt oder eben Gewürze, wenn einem das wichtig ist, etc. Lasst es mir einfach gerne wissen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin,